Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nexomon Extension. Ja, diese Folge geht es natürlich weiter mit den Eis-Dings-Bums-Gedöns. Ich habe keine Ahnung, wie das hier überhaupt funktionieren soll. Ich weiß es einfach nicht, wie man hier vorwärts kommen sollte. Hä? Ja, genau. Jetzt sitze ich wie eine Falle und weiß einfach absolut nicht weiter. Und ich komme einfach geradeaus nicht durch. Wie ihr seht. Ja, es geht einfach nicht. Der rutscht hier einfach durchs Gemüse. Und somit bin ich wieder am Anfang. Wow. Egal wo ich starten will. Ist ein bisschen weird. Ja. Ja, genau. Ist ein bisschen weird. Und dann wieder zurück. Ja, wow. Ich vielleicht was übersehen. Ich bin mir da so nicht sicher, aber. Ja. Jetzt bewege ich mich wieder an die gleichen Muster. Naja. Wie gesagt, ist egal, in welche Richtung ich mich bewege. Die sind alle scheiße. So wäre ich schneller vorne, ja. Aber ich kann mich nicht nach links bewegen. Das ist doof. Irgendwas fehlt da. Irgendwas muss man übersehen haben. Ich weiß bloß nicht, was. Den Felsbrocken hier umschmeißen. Geht ja auch nicht. So, egal wie ich mich jetzt entscheide, das wird sowieso wieder kacke. Es gibt keine Möglichkeit, oder doch? Nee. Es gibt keine Möglichkeit, hinter diesen großen Felsen zu kommen. Ja. So, so. Ja, dann bin ich wieder am selben Muster. Das ist nicht gut. Ja, und da hänge ich fest. Halt. Kann ich das da... Nee, ne? Kann ich nicht kaputt machen. Ich kann gar nichts machen. Nischt. Ich rutsche hier nur durch die Gegend. Ich habe auch keinen Plan, wo es weitergeht. Somit wäre ich wieder auf der anderen Seite und lande wieder hier in diesem Muster. Hier komme ich nicht weiter. Das ist ein bisschen weird. Aber ich habe keinen Plan, was ich da machen muss. Ich hätte mal ein Tutorial rauskommen sollten, ne? Ich hätte mal ein Tutorial raussuchen müssten. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt mal. Ich pausiere mal. So. Jetzt bin ich wieder zurück. Ja. Also, ne? Ich glaube, ich krieg das jetzt hin. Einmal hier rüber. Darüber. Da hoch. Mal links. Und dann glaube ich runter. Ja, wow. jetzt blamiere ich mich. Schön. Habe ich sehr gut gemacht. Mann, wie hat er das gemacht nochmal? Hey. Warte mal. Ach so. Jetzt glaube ich so. Aha. Und dann zack, drüben. Ich muss mich übergeben. Hä? Wieso? Warum können wir uns nur in vier Richtungen weiter bewegen? Ich weiß es nicht. Ach du meine Güte, bitte kein Rätsel mehr, ja? Das würde mir sehr viel ersparen. Da jetzt runter, da jetzt runter. Also gehen wir erstmal hier rein. Geht gar nicht. Hä? Das ist bloß ein Fenster. Okay. Hä? Was ist das denn? Ja, da kann sie sich ganz normal bewegen, wa? Da,
Da ist es. Was denn? Ach, das Große da. Nun, ich stelle fest, dass schlussendlich doch alles ganz glatt gelaufen ist. Mhm. Weißt du was, Diesel? Du bist gar nicht so zu früh gefreut. Ich hasse euch beide. Hä? So. Was zum Teufel ist los? So schnell hinterher springen. Wieder. Oh Gott, wenn Emily das hier ausfindet, wird sie uns nicht bezahlen. Wir sollten noch nicht in Panik verfallen. Wir können immer noch unseren Namen ändern und weit weg von der Stadt ein neues Leben anfangen. Wir müssen sie retten, Mensch. Okay. Ich habe ein Seil. Damit müssten wir runterkommen. Beeilung. Mhm. Nee, jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt passiert. Oh. Sehr guter Seil. Warum nehme ich das Zeug nicht mit? Komm nochmal hoch. Ich will das Zeug haben. Gibt Money. Oder man stellt selber was her. Yep. Und das funkelnde Etwas wollte ich an den noch haben. Dann geht noch tiefer in der Höhle. Oh, Rätselshöhle. Ich hasse es. Nexotran. Sturmscherbe. Oh ja. Steinscherbe. Und irgendein ekelhafter Stein. Ja, toll. Versperr mir den Weg, du. Ah, geht doch. Donnerschwert. Scherbe. Was ist denn ein Erdbeerkuchen gefunden, der Millionen von Jahren hier unten liegt? Ekelhaft. Links. Und dann runter. So ist gut. Wieder runter. Ja, genau. Geht das schon wieder los? Oh, ich hasse es. Ja, genau. Hui. Und? Oha. Oh. Hey, das ist Riddle. Wer hat ihr das angetan? Ich habe ein schlechtes Gefühl, Diesel. Wir sollten gehen, um Hilfe zu bitten. Oh, ihr geht nirgendwo hin. Es ist ein bisschen einsam hier in der Höhle. Bleib doch ein bisschen länger, Kätzchen. Was? Wer redet da? Aber ich lese es trotzdem ganz normal vor. Oh. Das war die falsche Stimme. Aber egal. Hä? Hey, Diesel. Das ist nur ein Mädchen. Wir haben nichts zu befürchten. Mhm. Ah ja. Man sieht, man hat nichts zu befürchten. Ach ja. Ist doch ein Junge. Nun, wenn das kein Jackpot ist. 1, 2, 3 arme Seelen. Genau das, was ich gebraucht habe. Bei so vielen Geiseln wird die Gilde zweimal überlegen, ob sie mir in Nivalis folgt. Nivalis? Das ist ein Tyrann, Diesel. Du hast mich richtig verstanden. Ha, mein lieber Nivalis sitzt, der unbesiegbare Tyrann des Frosts. Die Tamer der Gilde haben uns ohne Ende verfolgt. Aber jetzt habe ich dank euch die Oberhand. Wir können nicht gegen einen Tyrannen gewinnen, Diesel. Ihr müsst nicht raus, komm schon. Warum sollte ich? Lass kämpfen. Let's go. Ja, habe ich doch gedacht. Habe ich mir doch schon so gedacht, ne? Also. Hoho, meint ihr das ernst? Habt ihr gerade wirklich versucht wegzurennen? Was mit eurem Freund, Idioten? Und du nennst dich Tamer der Gilde? Traurig.
Boom. Ja, genau. Das ist das Ende. Ah, nicht doch. Was ist kaputt? Ah, genau. Level unbekannt, aber Lebenspunkte sind sehr niedrig. Naja, geht so, ne? Ich mache mal eine Blendung rein. Ich hoffe, es geht. Geht das? Ach, komm. Hier, was ist das? Au, hau mich nicht. Items. Einmal benutzen, einmal draufhauen. Dankeschön. Ja, toll, wenn ich jetzt angreife. Bam, bam, bam. Oh, gleich tot. Phantomschlag. Muss noch mal kurz Heilung. Momentan ist ja mein Behilder der stärkste. Hey, lass das. Wie ist das, Junge? Ja, okay. Okay, wird ein bisschen schwierig. Oh, der haut auch heuer rein schon was drauf. Ja, habe ich es mir schon so gedacht. Ich wusste es, dass es das passiert. Ich hole mal hier den. So, den benutze ich, um... Halt. Oh, ich habe keinen Wiederbelebungstrank. Das ist schlecht. Okay. Elektrostrom. Also ich bin sehr optimistisch. Den schaffen wir schon. Okay, dann wechsle ich den mal aus. Mit den Level 8er. Miau. Ey, das war ein Schlag, du Sau. Eiszapfen. Nein, geht nicht. Doppi. Oh, toll. Nicht mal zum Angriff kommt man hier. Oh, oh. Oh, Feuer. Ich glaube, Feuerangriffe wären hier sehr gut. Ja, gut. Ist dann noch nicht mal... Wow. Wow. Lass das. Ich sag mal, komme ich überhaupt nicht zu irgendwas? Darf ich nicht gewinnen oder was? Natürlich das Blöde, ne? Ich habe nicht mal was zum... Der haut mich doch weg. Der haut mich weg. Oh. Oh, vergiftet. Sehr gut. Besiegt. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich schaff das nicht. Ein gutes Level. Sag, wir müssen uns vorbereiten für jeden Kampf. Ich wusste, dass das passieren würde. Nivalis ist immer noch erschöpft von diesem anderen Kampf. Wir müssen uns erholen, bevor es zu spät ist. Hier hältst du dich also versteckt, Atlanta. Oh, ja, ich weiß nicht, wer da spricht. Keine Ahnung. Oh. Dann war es doch richtig. Du kauerst dich in einer dunklen und kalten Höhle, nicht? Ein sehr passendes Grab am Ende deiner traurigen Geschichte. Bonnie, gib mir eine Kampfanalyse. Ja, Sir. Schön unterwegs. Indem wir die Statistiken von Nivalis grafisch darstellen, die Umgebungsvariablen berücksichtigen und die beiden abgeschlossen. Du wirst ihr in den Hintern treten, Sir. Dann lass es uns tun. Jetzt bin ich der Zuschauer, ja? Edward! Wie findest du mich so, immer so schnell? Naja, du hast einen ganzen See eingefroren.
Oh ja, das kann es sein. Was ist gerade passiert? Wer seid ihr? Stell dich hinter mich. Was ist das für ein Ding? Nun dann. Hier haben du und dein Tyrant auch also nach unseren letzten Begegnungen verscharrt. Beenden wir es hier und jetzt, Atlanta. Die Gilde hat ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Rupf, rupf. Sorry. Nivalis. Rückzug. Na los! Sir, Sir! Sie entkommen! Das ist in Ordnung, Bonnie. Lass sie gehen. Das Ding frisst Leute. Ah, Diesel, ja? Du bist einer der neuesten Bändiger der Gilde. Einen Bronzenbändiger an diesen Ort zu schicken, war ein unglückliches Versehen von Emily. Ich wusste es. Ich hab's dir gesagt. Aber gute Arbeit. Es gibt viele zu besprechen. Aber lass uns zunächst hier verschwinden. Vor dem Gespräch möchte ich dann bitte noch leveln. Mich verbessern. Okay, dann nicht. My first day at work. Wie geil. Was zur Hölle war das? Nivalis ist ein, was die meisten von uns Tyrannen nennen. Tyrannen sind eine spezielle Art von Nexmon. Du solltest ihnen und ihren Meistern unbedingt aus dem Weg gehen. Ihr hattet Glück, dass Nivalis so geschwächt war. Und wer seid ihr? Sir Edward hier ist einer der wenigen Großmeister der Gilde, genau wie Dena. Wir sind mittendrin, Atlanta und ihren Tyranten zu jagen. Es tut mir leid, dass ihr dadurch mustert, Diesel. Geht bitte zurück zur Gilde und erzählt Emily alles. Oh, du wettest, dass ich ihr alles erzähle? Ah, es gibt etwas Nützliches, das ich euch geben möchte. Es ist eigentlich den Silbertämern vorbehalten, aber du hast es dir verdient. Und was? Den Teleport! Ja! Das ist ein Warpstein. Die Gilde hat Monolithen wie diese auf der ganzen Welt verteilt, um schnell reisen zu können. Hiermit erlaube ich dir, die Warpsteine der Gilde zu benutzen. Allerdings kannst du nur Warpsteine verwenden, die du selbst registriert hast. Oh ja, muss man schnell nur alle registrieren. Dieser Warpstein dort ist rot. Berühre ihn, um diesen Ort eurem Netzwerk hinzuzufügen. Das wird euch hilfreich sein. Warum hat einen Warpstein, der bereits aktiviert ist, also könnt ihr direkt dorthin reisen. Haltet die Augen noch Warpsteinen auf, um sie zu registrieren. Yep. Machen wir. Wir müssen uns auf den Weg machen. Versucht nicht an die Tyranten zu denken. Also Bronze-Tamer. Sind sie nicht euer Problem. Sobald ihr zurück in der Gilde seid, wird der Auftrag abgeschlossen und ihr bekommt eure Belohnung. Ah, okay. Alles klar. Ich hab gehört, Tyranten kämpfen gegeneinander, aber so. Sie haben Krieg untereinander, weißt du? Und für was kämpfen sie? Keine Ahnung. Warum muss ich euch dieses Zeug erklären? Ihr sollt dieses Warp-Ding benutzen und zurück zur Gilde gehen. Werdet stärker und ich könnt euch wieder anheuern. Bitte. Bitte. Tu das nicht. Ich bin noch ängstlich von diesen Riesen. Eisklops.
der aus Wasser besteht. Mein Gott, ist der ängstlich. Okay, dann ist das Ding hier schon mal abgesichert. Und wir können einfach, oh. Sag mal, respawnen die Dinger hier? Oder verstehe ich das falsch? Okay, hier. Warpstein. Einen unregistrierten Warpstein gefunden. Ja, Warpstein aktivieren. Jetzt sind sie blau. Aktiviert. Aktivier. Okay, gut. Hauptstadt Parum. Gefrorener See. Ach, und hier ist endlich mal die Karte, die ich so ein bisschen... Moment mal. Das da ganz unten, ihr seht das auch, das kenne ich noch vom Vorgänger. Mit die geilen Häuser. Finde ich immer noch schnuckelig. Auch die Wüste kommt mir immer noch bekannt vor. Ist das immer noch dasselbe Gebiet? Oder ein bisschen anders, ne? Okay. Das werden wir noch alles erkunden. Nach und nach. Und wir werden auch alle Questen annehmen. Blau und Gelb. Und dann noch eventuell erstmal unsere Nexomon wiederbeleben. Genau. Einmal. Hallo, brauchen wir Nexomon als Ausheilung? Ja. Sehr gut. Lass mich dein Team haben. Jetzt fertig. Ja, wie auch immer. Ist das da ein Geist? Ich spreche den kurz mal an, ja. Ich will mal wissen, ob da ein Geist ist. Ey, was ist los? Noch nie einen Geist gesehen? Ha, nun gewöhne ich daran. Geister wie ich sind auf der ganzen Welt verbreitet. Ich habe vor vielen Jahrhunderten hier im Parum gewohnt. Wir hatten hier ein Fitnessstudio. Omnicron selbst hat es jedoch zerstört. Ach so, das ist einer von den Trainern. Von den Trainer, der Boxer da. Ah, ich kenne mich aus. Wir haben noch nicht mal richtig die Stadt erkundet, ne? Wir waren nicht mal in allen Häusern drin, um Gegenstände zu klauen. So wie das da, Nexotraps, Fernsehen. Oder hier vor der Küche noch so ein Feuer-Nexotrap zu klauen, ne? Waren wir noch gar nicht drin. Es gibt so viele Nexotraps. Im Gegensatz zum vorigen Spiel. Aber ich verstehe nicht, warum so viele Nexotraps gibt's. Also verschiedene. Feuer, also nach Elementaren. Feuer, Wasser, Wind und so weiter. Und warum durchsuche ich die ganzen Häuser nicht? Ups, das hätte ich nicht antriggern sollten. Und wer bist du? Ein Gildenhämmer? Ja klar, ich habe noch nie von dir gehört. Verschwinde aus meinem Haus. Oh. Also, das war früher nicht so. Beim diese... Warum betrittst du die Häuser von Menschen? Das ist gruselig. Wir sind niemande, diese. Natürlich werden sie uns nicht vertrauen. Wenn wir einen silbernen Abzeichen oder besser hätten, würden sich die Bürger in unserer Gesellschaft vielleicht wohler fühlen. Ja, da hast du recht. Okay, wir gehen weiter. Nicht im Haus, sondern, war das unten oder oben? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall müssen wir zurück. Können wir auch schneller... Wieso sagt mir keiner, dass man schneller laufen kann? Das ist gruselig und gemein. Ja. Apropos gruselig, ne? Ich bin ja selber gruselig, wenn ich durch fremde Häuser renne. Okay, dann holen wir halt das. Irgendein Hindernis gibt es immer. Okay, dann verabschiede ich mich mal an dieser Stelle. Ne? Die Zeit ist ja wieder um. Und dann sage ich mal, achso, ich werde noch wahrscheinlich, ich kann es nicht versprechen, wahrscheinlich offscreen-mäßig nochmal zurücklaufen und meine Nexomons leveln. Wäre, glaube ich, am besten, wenn ich sie hier und jetzt, also nachher, offscreen level. Also nicht böse sein. Hier kommt ein kleiner Cliffhanger. Ich spreche ja nochmal durch. Bla 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 bla. So. Wie auch immer, wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal.
aktiviert die Glocke, um keine weiteren Nexomon Extension auf meinem Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst. Genauso viel Spaß hattest wie ich. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge von Nexomon Extension. Ciao mit V. Tschüss.